Moin, moin, Leute. Herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und herzlich willkommen zurück bei dem, was letzte Woche wichtig war. Heute mal mit Regensounds im Hintergrund, da es hier wie bescheuert am Schütten ist und ich das leider nicht abstellen kann. Nichtsdestotrotz gibt es heute aber trotzdem eine große Auswahl aus all dem, was in der Flusi-Szene Wichtiges passiert ist, und deswegen legen wir auch direkt los. Und zwar geht's als allererstes um Jardesign. Ganz genau genommen nicht direkt um die Firma selbst, sondern um deren A320, denn der soll in naher Zukunft ein Major Update erhalten. Das Update soll größtenteils grafischer Natur sein und wie man im Hintergrund sieht, werden zum Beispiel ein Electronic Flightback und diverse modelltechnische und grafische Verbesserungen sowie Erweiterungen implementiert. Dazu gehören unter anderem neue und verbesserte Schubhebel sowie ein neues und verbessertes Trimsystem, das heißt die Trimräder und das Coding dazu. Es gibt eine ganze ziemlich große Liste mit allen Verbesserungen, die Jardesign an seinem A320 vornehmen möchte. Die sind allerdings ein bisschen zu viel für dieses Video und deswegen habe ich euch in die Videobeschreibung einen Link gepackt und wenn ihr auf den draufklickt, kommt ihr zum Threshold, da könnt ihr euch die gesamten Verbesserungen, wohlgemerkt aber nur diejenigen, die bisher tatsächlich bekannt sind, selber einmal anschauen. Erwartet aber bitte nicht zu viel, das sind keine grundlegenden Verbesserungen, sondern wie bereits gesagt, handelt es sich hierbei größtenteils um grafische Änderungen. Wenn wir jetzt beim selben Hersteller, nämlich Airbus, bleiben und auch beim selben Sim, dann landen wir ganz schnell bei Tholis, und zwar beim Tholis A321. Wie ihr sicher schon mitbekommen habt, soll dieser Flieger am 28. Februar released werden, was übrigens, Fun Fact, einen Tag nach meinem Geburtstag ist. Tholis veröffentlicht zu diesem Flugzeug laufend Neuigkeiten, so gab es zum Beispiel gerade gestern Abend wieder eine, und zwar mit den Highlights und vor allen Dingen den Funktionen dieses Flugzeugs. Auch hier handelt es sich wieder um dermaßen viele Punkte, dass ich sie nicht alle in diesem Video behandeln kann. Deswegen gibt es hier nur die wichtigsten und den Rest könnt ihr euch selber anschauen, indem ihr in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klickt. Da kommt ihr dann zu einer Liste, da steht alles drin. Hier nun einmal die wichtigsten Fakten über den Tholis A321. Der Flieger soll ein detailliertes FMC erhalten. Besondere Betonung liegt hier auf Routenführung, warum auch immer besonders fett geschrieben, auf SIDs, Stars, Airways, Performance Prediction, Temporary, Alternate und Secondary Flight Plan. Das finde ich gut, das hatte der A319 nämlich nicht und das hat mir immer sehr gefehlt. Außerdem soll man in diesem Flugzeug zwischen CFM und IAE Engines wechseln können, genauso wie zwischen den Wingtip Fences und den Sharklets. Das soll nicht nur die Performance und den Spritverbrauch beeinflussen, sondern auch in den anderen Features wie zum Beispiel im Cockpit sichtbar sein. Die IAE Engines haben nämlich unter anderem eine andere Triebwerksanzeige im ECAM. Des Weiteren ist die Rede von einer sehr akkuraten Fly-by-Wire-Umsetzung. Der Tholis A319 hatte schon ein wirklich erstklassiges Fly-by-Wire, das genau das gemacht hat, was man von ihm erwartet hat. Und deswegen denke ich mal, dass Tholis mit seinem 321 hier nicht zu viel verspricht. Wenn man es ganz genau nimmt, müssen die ja eigentlich nur das Fly-by-Wire aus dem 319 übernehmen und ein bisschen anpassen. Viel schiefgehen kann da also nicht. Ich persönlich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Der Tholis A321 scheint ein sehr gutes Flugzeug zu werden. Der Preis ist allerdings nicht besonders gut. $79 soll das Teil kosten, auch das kam gestern Abend heraus. Ich frage mich immer wieder, warum die Flugzeughersteller dermaßen übertriebene Preise ansetzen. Vor allen Dingen dann, wenn es sich um Flugzeuge handelt, bei denen man ganz viele Teile von vorhergehenden Flugzeugentwicklungen einfach übernehmen kann. So zum Beispiel im 321, denn vorher gab es einen 319 von Tholis, da kann man ganz viele Sachen einfach quasi kopieren und direkt wieder einfügen. Warum also muss man dafür fast $80 verlangen? Anyways, wenn der Flieger gut ist, dann mag dieser Preis vielleicht gerechtfertigt sein, aber ohne ihn ausführlich getestet zu haben, erscheint mir das Ganze dann doch ein bisschen zu viel. Nicht zu viel ist hingegen die Update-Geschwindigkeit des Soundpack-Herstellers Blue Skystar. Der hat nämlich vor einiger Zeit bereits das Soundpack für die CFM-Engines des Tholis A319 herausgebracht und jetzt gibt es das auch für die IAE-Engines. Finde ich persönlich ziemlich cool, werde ich mir auf jeden Fall auch holen, denn obwohl die IAE-Engines in der Realität eigentlich die lauteren und spritfressenderen Engines sind, fliege ich damit im Sim ziemlich gerne herum. Ich weiß auch nicht so wirklich warum, aber da es jetzt das Soundpack gibt, werde ich das denke ich noch häufiger tun. Das CFM-Soundpack von Blue Skystar ist ebenfalls abgedatet worden und zwar auf die Version 2.0.
Damit sind diverse Soundfehler behoben und einige neue Features hinzugefügt worden. Das Ganze klingt auf jeden Fall wie immer von BSS unglaublich genial. Und weiter geht's, indem wir immer noch beim X-Plane und immer noch bei Airbus bleiben. Das ist irgendwie ganz schön einseitig heute. Anybuilds hat jedenfalls einen A300-600 angekündigt, allerdings ohne klarzumachen, ob es sich hierbei nur um die Frachtversion handelt oder ob auch eine Passagierversion included sein wird. Auf jeden Fall freue ich mich sehr auf dieses Flugzeug. Die Screenshots machen einen sehr guten Eindruck und vor allen Dingen ist es ein Flugzeug, das ein bisschen älter ist, das vielleicht noch ein bisschen Flair hat und geben tut es das auch noch nicht, sind also beste Voraussetzungen. Leider ist bisher nicht wirklich viel über dieses Flugzeug bekannt, außer dass es entwickelt wird und irgendwann demnächst erscheinen soll. Wenn es weitere Informationen darüber gibt, werdet ihr von mir natürlich auf dem Laufenden gehalten. Ist echt erstaunlich, was hier für ein Pisswetter ist. Es regnet die ganze Zeit in einer unglaublichen Intensität und ganz ehrlich, wundern wird's mich nicht, wenn wir hier demnächst auch noch absaufen. Aber kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema, denn da gibt es noch eine ganz, ganz wichtige Sache. Gaia Simulations dürfte eigentlich jedem von euch bekannt sein, unter anderem dadurch, dass die im Dezember ein Giveaway gestartet haben, und zwar für Lima Golf Kilo Oscar, das ist der COS International Airport, für P3D und für X-Plane. Man konnte sich damals mit seiner Mailadresse auf deren Seite registrieren und hat dann nach einer gewissen Zeit den Airport sowohl für den P3D als auch für X-Plane for free erhalten. Genau das ist wieder eröffnet worden, sodass man sich noch bis heute, Montag, den 24.02. um 19 Uhr Zulu, das ist 20 Uhr Local Time, dafür bei Gaia Simulations registrieren kann. Also ab auf die Website, wenn ihr diesen Airport haben wollt, registriert euch mit eurer E-Mail-Adresse, denn noch bis heute Abend um 20 Uhr Local Time, 20 Uhr deutscher Zeit, ist es möglich, diesen Airport für P3D und X-Plane for free zu erhalten, danach nicht mehr. Und um die Klappe für X-Plane heute zuzumachen, gehen wir am Ende mal zu einem kleinen General Aviation Flieger, und zwar zur Zlin Z142, und das war mit Sicherheit falsch ausgesprochen. Der Freeware-Entwickler PWDT, was glaube ich auch falsch ausgesprochen war, der in der X-Plane-Community für diverse Freeware-Entwicklung bekannt ist, unter anderem auch für eine extrem gute Yak 18, und das sage ich nicht, weil ich Werbung für den mache, sondern weil die wirklich gut ist, ich fliege die selber unglaublich gerne, hat jetzt eben die Zlin 142 herausgebracht, die auf den Bildern zu sehen ziemlich gut aussieht. Das Ganze featuret angeblich ein PBR 3D-Modell, das nicht nur 4K-Texturen, Custom F-Mode-Sounds und 3D-Lighting hat, sondern auch ein sogenanntes Setup-Sheet, einen sogenannten Payload-Manager. Dazu kommt dann ein Feature, was es ermöglichen soll, die ursprüngliche osteuropäische Panel-Auslegung in eine westlichere Version zu ändern, sodass man nicht mehr mit Meteranzeigen, sondern zum Beispiel mit Fußanzeigen arbeiten kann und damit man, wenn man online fliegt, auch etwas zum Ablesen hat und nicht andauernd umrechnen muss. Und wenn ihr euch jetzt für dieses Flugzeug interessiert, dann könnt ihr es euch bei X-Plane.org herunterladen. Da ich die generell nicht verlinke, habt ihr in der Videobeschreibung einen anderen Link, der euch zum Threshold führt und der wiederum verlinkt auf X-Plane.org. Und während im Hintergrund der Regen immer stärker wird und anscheinend was dagegen hat, dass ich hier meine Aufnahmen mache, könnt ihr euch im Hintergrund Bilder von MK Studios Mallorca anschauen. Das ist Lepa, wozu ich gerne Lepra sage, Lima Echo Papa Alpha. Hier handelt es sich um eine Szenerie für den P3D, die vom genannten Entwickler MK Studios umgesetzt wird. Das ist allerdings leider auch schon alles, was darüber bekannt ist. Es gab ein Announcement, das auf deren Facebook-Seite gemacht wurde, und das sagt, dass die Fotos im Hintergrund das Ganze in einem Early State zeigen sollen, das heißt in einem sehr frühen Zustand der Entwicklung. Und das war's dann auch schon. Release Date oder Preis gibt es bisher nicht, wenn sich das ändert, werdet ihr darüber natürlich informiert. Und für diese Woche war's das dann auch schon wieder. Ich bedanke mich sehr herzlich dafür, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen, sonnigen und nicht so verregneten Tag und sage auf Wiedersehen. Macht's gut.